So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin der Maximilian, auch bekannt als Taurus-Fan. Heute wieder mit TWS. Wir fahren einen ICE auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main. Genau, ich würde sagen, ich starte einfach mal das Spiel und alles Weitere dann im Zug, beziehungsweise wenn wir dann unterwegs sind. Okay, Schalter. Fahrzeuglistenfeld. Baureihe 406 ICE. Okay, Schalter. Wir fahren nämlich eh noch lang genug. Innen. Köln-Messe Deutz. Umsteigemöglichkeit zum Stadt- und Regionalverkehr sowie zu weiteren Zügen der Deutschen Bahn. Führerstand aktiviert. Lichter aktiviert. Stromabnehmerbüro. Vor. Klimaanlage aktiviert. Es hat 7 Grad Celsius, es ist bewölkt. Die Höchsttemperatur beträgt 9 Grad Celsius, die Tiefstemperatur beträgt 7 Grad Celsius. Die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 28 km pro Stunde gegen die Fahrtrichtung. So. Passt. Bremse gelöst. Das funktioniert alles. Super. genau, wir fahren heute einen ICE. A620. Nämlich den ICE 620. Von Köln Messe Deutz nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof mit Zwischenhalt in Siegburg-Bonn, Montabaur, Limburg-Süd und Frankfurt Flughafen Fernbahnhof. Genau, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, in Summe ist es eine Fahrt von knappen 75 Minuten. Schauen wir, ob wir alles fahren oder ob wir unterwegs dann irgendwo Halt machen. Werden wir sehen. Genau, unser Zug ist heute eine Baureihe 406, die im Original auch auf dieser Strecke fährt. Und ich habe und TWS eben die 406 nachgebaut, weil die auch in Belgien und den Niederlanden und teilweise in Frankreich fährt. Und die 403 fährt ja nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Deswegen habe ich mir gedacht, na, nimmst die 406, weil die fährt da, wo die 403 auch fährt, plus in ein paar andere Ländern. Also wenn jemand halt eine entsprechende ICE-Route dann mal bauen will, ist das natürlich einfacher dann. Genau. 19:08:36, 19:09:00. Okay, passt. PZB aktiviert. PZB aktiviert. Startprogramm aktiviert. PZB war aus. Sehr spannend. Nächstes Hauptsignal, rund in 14 Meter. Türen geschlossen. Passt, das Hauptsignal ist grün. Wir haben zwar noch ein paar Sekunden, aber ich schließe schon mal die Türen. Wenn das Signal noch rot wäre, hätte ich das jetzt nicht gemacht. Man sagt nämlich, man soll nicht die Türen schließen, wenn das Ausfahrsignal rot ist. Macht auch Sinn. 19:09:08. So, wir dürfen fahren. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 60 km pro Stunde. Nächstes Hauptsignal, grün. 12. Zugbeeinflussung. Befreien wir uns mal. 24. Zugbeeinflussung. 31. 37. 43. 50. 5 km pro Stunde, 40 km pro Stunde, AFB aktiviert, 50 km pro Stunde, 60 km pro Stunde, 58, 60. Ich fahre jetzt mit AFB, damit die LZB mich nachher sicher übernimmt. 50 km pro Stunde, 40 km pro Stunde. Gelb-grün, das heißt 40, deswegen bremse ich. Und habe auch wachsam gedrückt. Genau, Geschwindigkeitsänderung auf 100 km pro Stunde in 190 Metern Führung. Ja, so in 5 oder 6 Kilometern beginnt, glaube ich, die LZB-Führung und ich würde die dann natürlich gern direkt übernehmen. Deswegen fahre ich halt jetzt schon mit AFB. Im Original fahren die ICEs eh auch mit AFB. Also das passt, ja. Geschwindigkeitsänderung auf 200 km pro Stunde in 8826 Metern Führung. Ja, okay, na, das sind fast 9 Kilometer. Gut, bisschen verschätzt. Bin die Strecke schon länger nicht gefahren, aber schauen wir mal, ob ich das heute so hinkriege. Ah, ich habe vergessen, mich beim Funk anzumelden. Ja, registrieren. GS, Zugnummer 0, Textfeld. 621, Signalnummer 0, Textfeld. 01000, Hochtextfeld. 6, 2, 1, 1, 2, 4, 5, Anmeldenschalter. Anmeldung erfolgreich. So. 39. Nächstes Hauptsignal, Grün 358 Meter. Ich muss noch warten, bis ich an dem Signal vorbei bin, bis ich beschleunigen darf. Man darf nämlich erst dann wieder hochbeschleunigen, wenn man sieht, dass das kommende Signal keinen restriktiven Aspekt anzeigt. Oder halt einen weniger restriktiven Aspekt, also einen 60er statt einen 40er zum Beispiel, dann darfst du auch beschleunigen. Aber sonst natürlich nicht. Macht doch Sinn. Nächstes Hauptsignal, grün.
39. Dann befreien wir uns mal. 45 km pro Stunde. 60 km pro Stunde. 46. 52. Ich befürchte, es kommt dann doppelt grün. Deswegen gleich. Ja, es kommt dann doppelt grün. Ich sehe das auf der Braillezeile, nämlich mit dem neuesten Update ist es auch dabei, dass man auf der Braillezeile die Signale sieht. 300 Meter, bevor man das Signal erreicht. Ja, Zugbeeinflussung, genau. Ist ganz praktisch, dass man das sieht jetzt. War auch ein bisschen Programmieraufwand, weil man es halt für jedes Zugsicherungssystem extra machen muss, weil die Signalaspekte halt nicht gleich sind. Und ich wollte nicht einfach nur Kürzel für restriktiv 1, restriktiv 2, Halt und Fahrt machen, so ungefähr, sondern halt ein bisschen wie bei echten Signalen. Und ich habe jetzt die Lampen nachgestellt mit, also in Summe brauche ich 4 Zeichen auf der Braillezeile. Links einmal ein Prozentzeichen, also alle 6 Punkte für die, die kein Braille können. Dann daneben das erste Zeichen für die Lichter, rot, gelb, grün. Rot sind die oberen 2, gelb die mittleren 2, grün die unteren 2 und dann gibt es noch die 3 linken und die 3 rechten als Kennung für später. Nächstes Hauptsignal, grün. 60. SIFA. Und rechts daneben noch ein Zeichen. Auch wieder mit rot, gelb, grün. 59. Das nächste Signal ist übrigens wieder frei mit 60. Nur kann das rechte Signal auch noch 58. den einzelnen rechten Punkt anzeigen, rechts unten. Der soll für Blinken stehen. Es gibt ja Zugsicherungssysteme auf dieser Welt, bei denen blinkende Lichter genutzt werden. Zum Beispiel das TPWS in England auf der East Coast Mainline nutzt ein blinkendes Licht. Muss man natürlich auch darstellen können. Also zusammengefasst, ich habe Symbole für 5 Farben. Rot, Gelb, Grün, Weiß. Und was halt sonst noch dazu kommt. Je nachdem. Und die kann ich auf beiden Seiten darstellen, beziehungsweise ich kann auch sagen, dass eine Lampe blinkt, indem ich rechts noch das Apostroph dazu haue. SIFA. 19:14, 4. 19:23, 0. Ja, das wird eng. Geschwindigkeitsänderung auf 200 km pro Stunde in 5596 Metern voraus. Zugbeeinflussung. 65 km pro Stunde, 80 km pro Stunde. Ich muss ein bisschen schneller fahren. Signal, grün. Das Signal war nämlich jetzt grün. Das nächste ist zwar sicher wieder doppelt grün, aber... Ja, ist es. SIFA. 79. 75 km pro Stunde, 60 km pro Stunde. Nächstes Hauptsignal, Zug zweimal grün. Zugbeeinflussung. 66. 60. 59. 18 Zug. Lass mich mal vorbeifahren. Genau, ich habe es eben auf der Braillezeile schon gesehen, dass es grün ist. Das nächste sehe ich wieder doppelt grün. 50 km pro Stunde, 60 km pro Stunde. 73. 67. Nächstes Hauptsignal, zweimal grün. Zug der Einflussung. Wenn ich dazwischen ein bisschen Gas gebe, kann ich zumindest ein paar Sekunden rausholen. Das wird 19:23, 0. Na, es geht sich nie und immer pünktlich aus. Ich bin sicher nicht in 6,5 Minuten 19 Kilometer gefahren, auch nicht mit 300 km/h.
brauche ich nämlich zum Beschleunigen schon länger. Naja, Deutsche Bahn halt. Was soll man sagen? Sehr realitätsnah eben. Geschwindigkeitsänderung auf 200 km pro Stunde in 3050 Metern voraus. Gut. Jetzt müsste es bald schneller gehen. 65 km pro Stunde, 80 km pro Stunde. Wieder grün. 73. 89. Nächstes Hauptsignal, grün. Sie fahren. 79. Wieder doppelt grün. Och nee. 60 km pro Stunde. 60 km pro Stunde. 72. 66. 60. Nächstes Hauptsignal. Zweimal grün. Flugbeeinflussung. 59. Sie fahren. Es hat 7 Grad Celsius, es ist bewölkt. Die Höchsttemperatur beträgt 9 Grad Celsius, die Tiefstemperatur beträgt 7 Grad Celsius. Die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 28 km pro Stunde gegen die Fahrtrichtung. 60. Okay, das ist aber okay. Bisschen windig, aber das kennen wir ja. Gehen wir mal die Daten von dem Teil durch. 65 km pro Stunde, 80 km pro Stunde. Zugewicht, 488 Tonnen. Ja, 488 Tonnen ist recht schwer, der Achtteiler. Höchstgeschwindigkeit, 320 km pro Stunde. Genau, 320 kann die 406, wir dürfen hier eine 300 fahren. Nächstes Hauptsignal, grün. Leistung, 8000 kW. Das ist ein bisschen was. Es ist ein bisschen mehr als ein Taurus, der hat 6400 oder auch die Vectron hat 6400. 75 km pro Stunde, 60 km pro Stunde. Maximale Zugkraft, 300 kN. 300 kN, das ist witzigerweise genauso viel wie der Taurus. Druck in der Hauptluftleitung, 10 bar. Ja, 10 bar, will ich auch hoffen. Maximale Passagieranzahl, 425. 425 Leute passen rein. 99% Sandfüllstand, 98%. Wir haben 98% beim Sandfüllstand. Zuglänge, 202 Meter. 202 Meter sind wir lang, ja, das passt. Zugsicherung, PZB zum A, obere Zugart. Aktive Sicherungssysteme, Ober... PZB, LZB. Fahrgastinformation. Zugziel, Siegburg, Bonn. Montabaur, Limburg Süd. Frankfurt Flughafen, Fernbahnhof, Frankfurt International Airport. Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Zur Kategorie, Vorortzug. Regionalzug, Interzitelzug, Hochgeschwindigkeitszug. Informationen. Genau, ich habe gerade die Fahrgastinformation eingestellt. 60. Kann man ja mittlerweile auch am Bordcomputer. Geschwindigkeitsänderung auf 200 km pro Stunde in 136 Metern voraus. Genau, und das war auch schon alles. Zug der Einflüsse. 65 km pro Stunde, 80 km pro Stunde. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 200 km pro Stunde. So, und die LZB greift. Und die Signale können uns egal sein. 86. 110. Jetzt zieht er auch ordentlich an. 115. 120. 130. Das Gemeine an der LZB ist ja. 130. Sie fährt den Zug prinzipiell selber. 134. Aber nur bis du zum Bahnhof kommst. An Bahnhöfen hält sie nämlich nicht an. Es sei denn, dahinter ist ein rotes LZB-Signal, aber. 107. Das ist nicht so oft der Fall. Deswegen in den Bahnhof muss ich dann selber bremsen immer, aber dazwischen fährt die LZB. 159. Das ist schon ganz nett. 166. 170. 173. 177. 180. 183. Außer Zug des Drucker vor dem Zug. 187. 190. 193. Hört man die Geschwindigkeit richtig? 199. Geöffnet. Fenster geschlossen.
198. Klimaanlage deaktiviert. 195 Kilometer pro Stunde. 190 Kilometer pro Stunde. 195 Kilometer pro Stunde. 200 Kilometer pro Stunde. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 250 Kilometer pro Stunde. Klimaanlage aktiviert. 201. 250, okay. Ja, geht sich trotzdem nicht aus, glaube ich. 19.21 50. Nein, ich bin sicher nicht in einer Minute 10 im Bahnhof. Ich habe noch 10,5 Kilometer. No way. Aber cool, anhören tut er sich ja schon bei den Geschwindigkeiten. Das muss man definitiv sagen. Oh, ein Tunnel. Und direkt der 300er, okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch auf den 300er haben will, muss ich sagen. Ich glaube nicht, nein. Ist mir zu riskant. 249. Aus dem Zug, vor dem Zug. 5,5 Kilometern bremsen. 19.23, 20. Hey, die Verspätung wird aber gar nicht so schlimm. Wahrscheinlich 2 Minuten im Endeffekt. Das passt. 100. Das ist in Ordnung. 248. Lichter deaktiviert. Lichter aktiviert. Ach, war näher. Siegburg, Bonn, Umsteigemöglichkeit zum Stadt- und Regionalverkehr. 42. 750 Meter noch. Eben, man bewegt sich nämlich schon noch voll schnell voran, wenn man aus so hohen Geschwindigkeiten bremst. Das unterschätzt man oft. Ich selber auch. Oft genug. 29. 26. 28. 27. Sie fahren. 23. 20. 17. 16. 14. 10. 3. 0. Siegburg, Bonn, Umsteigemöglichkeit zum Stadt- und Regionalverkehr. AFB.
AFB aktiviert. Neutral. AFB aktiviert. AFB. Türen geschlossen. 19 Uhr 26, 28, 19 Uhr 23, 0, 100. Hey, unter 4 Minuten Verspätung für Deutschland ist das ja wirklich gut sogar. Komm schon, fahr! Ja, die AFB angeschmissen und vergessen, dass ich ihm auch Zugkraft geben muss. So, also Klassiker. 19. So. 63.058 Meter voraus, Montabaur. Genau, 63 Kilometer bis Montabaur. Wie lange haben wir da? 19 Uhr 43. 20 Minuten. Gut, also planmäßig. 51. Bei uns sind sie ja so 16. Aber nicht. 69. Genau, ich kann jetzt hier den Zugang nicht mehr oder weniger einfach sein Ding machen lassen. Nur immer wieder die Sie verdrücken, eben weil er LZB geführt ist und bis zum nächsten Bahnhof fährt er jetzt mal eigentlich selber. Also von dem her ist ganz entspannt. Ich sehe schon, ob die Aufnahme passt. Ja, passt. Nett. Ja, irgendein Tunnel. Da muss ich kurz was trinken. 161. Tunnel ist der Zug natürlich deutlich lauter als draußen. Eh klar. Also eben so auch ein wirklich hörbarer Unterschied. Macht das Ganze halt ein bisschen realistischer. Können doch das Fenster aufmachen. Achtung, wird laut. Sollte man bei über 200 km/h vielleicht nicht machen. Zumindest nicht, wenn man nicht will, dass einem alles durch die Gegend fliegt im Führerstand. Ich weiß gar nicht, ob man beim ICE-3 die Fenster noch öffnen kann. Bin ich mir gar nicht sicher. Also als Passagier definitiv nicht, aber ich meine jetzt der Lokführer. Aber... Nein, keine Ahnung. Ich meine, bei vielen modernen Lokomotiven geht's, auch bei welchen, die durchaus über 200 fahren. Beim Taurus geht es zum Beispiel immer noch, obwohl er über 200 fährt und Klappspiegel hat. Also keine Ahnung, woran das liegt. Beim ICE könnte es aber sein, dass es wegen der Nasenbauart nicht umsetzbar ist, weil der hat ja so eine gekrümmte Nase. Aber keine Ahnung, vielleicht geht's eh. Weiß ich nicht. Wenn irgendwer von euch sich damit auskennt, schreibt es in die Kommentare, seid so gut. So, wie beschleunigt seid? 8 Kilometern. Nee, mehr. Wow. Jetzt seit 10 Kilometern und haben noch nicht die 300 erreicht. Alter Schwede. Was ist das? Elf Kilometer. Ja, ungefähr 11,5 Kilometer. 19:30 Uhr. Und 4 Minuten. Jetzt gehen wir mal kurz raus. Ja, ziemlich genau so klingt das auch, wenn ich oben bei meinen Großeltern an der ICE-Strecke stehe.
SIFA. Jo, die ganze Zeit im Tunnel, da kann man sich ja kaum unterhalten. Ja, ich kenne die Strecke in Realität übrigens auch. Also den Teil westlich von Limburg bin ich tatsächlich noch nicht gefahren, aber Frankfurt-Limburg bin ich schon ein paar Mal gefahren. Ich warte, bis der Tunnel vorbei ist. Meine Großeltern wohnen an der Strecke. Zwischen Limburg Süd und Frankfurt Flughafen Fernbahnhof. Ja, und an der Stelle fahren sie ja mit 300 vorbei. Also sie wohnen nicht an der Strecke, sie wohnen in einem Ort an der Strecke, aber wenn man die Strecke ist ungefähr 1,5 bis 2 Kilometer entfernt. Und gehe ich manchmal rüber, wenn ich oben bin. ICEs hören. Schon beeindruckend, wie schnell die Teile fahren, zumal du einen Kilometer davor die Regionalbahn überquerst, die Main-Lahn-Strecke. Bei der die Regionalzüge an der Stelle, glaube ich, 100 fahren oder 120. Ja, und wir mittlerweile vielleicht sogar 140 oder 160, je nachdem, welche Wagen sie haben. Früher waren es noch 120, weil die hatten bis vor 5 Jahren die Baureihe 143 im Einsatz. Frühere DR-Baureihe 243. Und die DR können ja nur 120. Also deswegen, mittlerweile fahren da 146.0 oder 146.1, ich glaube Punkt 0. Also Bombardier slash Alstom, wobei sie die nicht mehr produzieren, also müsste Bombardier sein. Trax P160 AC1. 160 km/h schnell schon Personenverkehr und nur Wechselstrom. Genau, und als Wagen werden Dostos eingesetzt. Ich weiß gerade nicht, ob 140er oder 160er, das hat sich ein paar Mal gewechselt seither. Aber ich glaube, die Strecke erlaubt sowieso nur 140. Von dem her ist es ziemlich wurscht. Aber ja, eben. Keine 143er mehr. Die sind jetzt irgendwo anders. Frankfurt hat, soweit ich weiß, nämlich noch welche. Ich habe zumindest welche gesehen bei meinem letzten Besuch oben am Frankfurter Hauptbahnhof, die definitiv nicht darüber gefahren sind, weil eben da fahren sie ja nicht. Also die dürften irgendwo anders unterwegs gewesen sein. Die 143 gab es auch in TWS. Wir haben sie aber dann umgezeichnet zur 112. Ja, genau. Zur 112. Weil die 112 effektiv die gleiche Lok ist vom Sound her, aber mit ein bisschen viel mehr Leistung und mehr Höchstgeschwindigkeit, nämlich 160. Und wir haben gesagt, ja, ich meine, brauche ich nicht überlegen, mal ehrlich. Ja, hier auf der Schnellfahrstrecke wurden in den letzten Wochen und Monaten die Schienen ausgetauscht. Nach wie viel waren es? Fast 20 Jahren Betrieb? Dann war auch mal bitter nötig, muss man dazu sagen. dafür haben sie Leute aus dem früheren Osten bestellt. Mit ostdeutscher Schienentauschtechnik, wenn man so will. Es ist ein Zug, der, also da nehmen sie halt vorne die alten Schienen raus und der Zug transportiert die Schienen und kann sie hydraulisch vor sich transportieren, sie dann absetzen, dann werden sie verschraubt und verschweißt, dann fährt er wieder vor und also auf die neuen Schienen drauf und legt die nächsten Schienen davor. Geht alles hydraulisch und wie viel waren es, dass sie am Tag schaffen? Ich glaube, sie schaffen 5 oder 10 Kilometer am Tag. Das klingt nicht nach viel. Aber das ist ziemlich irre.
wenn du dir überlegst, dass du früher jede einzelne Schiene händisch rausheben und händisch wieder reinlegen musstest. Also händisch. Schon mit Kran und Bagger, aber trotzdem. Und gerade auf so einer SFS muss ich 120 Meter lange Schienen verlegen, die übrigens teilweise aus Linz in Österreich kommen. Von der Voestalpine, die haben ein großes Schienenwerk. Da ist das halt schon einfacher, wenn du es so machst und nicht von Hand. Allein schon, weil weniger passiert. Stell dir vor, wer kriegt die Schiene an den Kopf, da hast du ein Problem. So, noch 24,5 Kilometer. Das Montabaur. Ja, ich werde gerade müde. Ich glaube, dann beenden wir diese Fahrt. Wir waren dann eh schon über eine halbe Stunde. Ich werde euch dann die Abfahrt nochmal aufnehmen. Und genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich plane die nächsten Wochen noch ein paar mehr Videos rauszubringen. Auf verschiedenen Strecken. Es gibt dieses Jahr ein Jubiläum, wenn ich mich richtig erinnere. Bei der Semmeringbahn, 170 Jahre waren es. Die will ich natürlich auch immer abfahren. Ein paar andere gibt es auch. Soweit ich weiß, hat die Güse-Verlängerung bis Ebenfurt auch irgendwas Rundes. Die Strecke kenne ich recht gut und fahre ich recht gern, bei der ist nämlich ein bisschen mehr zu tun, da ist nur PZB und keine LZB. Also ich fahre schnelle Züge ja nicht ungern, aber ich fahre lieber selber und vor allem auch ganz, ich fahre echt gern ohne AFB und LZB. Ich fahre gern einfach so mit PZB und so, dass ich selber die Geschwindigkeit halten muss, das macht mir irgendwie Spaß. Außer ich bin halt müde, also gerade aktuell finde ich es irgendwie angenehm, dass die AFB und die LZB hier einen großen Teil machen und beim Bremsen eh wieder aufpassen. Aber ja, genau. Schluck auf, toll. So irre schnell. Ja, mein Score ist 100. Wegen der Verspätung vorher habe ich keine Punkte bekommen. deswegen. 19:39, 27, 19:43. Ja, und da bin ich jetzt wahrscheinlich auch wieder verspätet, weil 15 Kilometer inklusive Bremsen in 4 Minuten. Na, das geht sich, glaube ich, nicht aus. Aber schauen wir mal, vielleicht ja doch. Who knows? Who knows? Ich werde dann zum Anhalten rausgehen und mich auf den Bahnsteig stellen. Dann hört ihr mal den Zug einfahren. Dann werde ich auch noch eine Abfahrt aufnehmen. Genau. Und ja, dann habt ihr ihn von außen auch mal gehört ein bisschen. Nicht nur mal vorbeirollen. Der IC3 ist mir nämlich meiner Meinung nach recht gut gelungen beim Programmieren tatsächlich. Also es geht natürlich immer besser, aber BGT lässt wenig Besseres zu. Deswegen upgrade ich auch auf eine neue Programmiersprache, nämlich NVGT, das Non-Visual Gaming Toolkit. Kam jetzt noch raus und also ist immer noch im Development Process und ist auch Open Source. Aber das spricht nur dafür, dass es noch länger vorhanden ist, wenn man so will. Und eben darauf upgrade ich gerade. Und deswegen kam auch so lange kein Update und es wird auch die nächsten Wochen keins kommen. Sondern erst, wenn ich alles halt aktualisiert habe. Ich würde auch alle, die eventuell Strecken bauen wollen, darum ersuchen, erstmal das nicht zu machen, sondern die erst anzubauen, wenn ich auf NVGT umgestellt habe und das neue Update raus ist, weil ich da die Streckeneditoren und so wahrscheinlich wieder umschreiben muss und auch die Dokumente anders aufstellen muss. NVGT, das einzige Manko, kann nämlich nicht mit BGT-Verschlüsselungen umgehen. Oh, ich sollte bremsen.
Bitte brems, brems, brems! Ja, genau, ich stehe jetzt am Bahnhof. Genau, also eben, es kann nicht mit BGT-Verschlüsselungen umgehen, das heißt, ich muss die ganzen Streckendaten in irgendwelchen INI-Dateien oder was abspeichern und ja. Deswegen, wenn ihr was bauen wollt, dann macht es das bitte erst, wenn das neue Ding da ist, weil dann wird es erstens einfacher gehen, man wird nämlich wahrscheinlich in einem Dokument bauen können und keinen Editor brauchen. Und zweitens sind die Strecken, die jetzt gebaut werden, bestenfalls nach einer Übersetzung, für die ich im Idealfall ein Programm schreiben kann, nutzbar, aber im schlimmsten Fall müsst ihr sie komplett neu machen. Weiß ich noch nicht. Genau, also ja, einfach mit den Strecken kurz warten, ein paar Wochen, dann sollte das passen. 185. 179. Ja. Da draußen ist gerade Regionalexpress vorbeigefahren. Ich wohne ja nur 200 Meter entfernt von der Bahn oder so. Luftlinie. Na, wenige wahrscheinlich sogar. Also, ja. Okay, ich kann ein bisschen langsamer bremsen. 143. So viel Platz. 139. 135. 132. 128. 124. 120. 114. SIFA. 107. 101. 98. Ja, das Klacken, das ihr hört manchmal, ist einfach nur, wenn ich den Fahrschalter hin und her schalte. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass die ganzen Schaltsounds auch draußen abgespielt werden, damit man eben in der Außenansicht ein bisschen Hinweis darauf kriegt, was man eigentlich gerade mit dem Zug gemacht hat, dadurch, dass wir ja nicht sehen, was der Zug macht. Also ob jetzt zum Beispiel beschleunigt. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das so zu machen. Und das ist weniger Programmieraufwand, ganz nebenbei. 54. 50. 46. So, jetzt sind wir gleich am Bahnsteig anfangen. 35. 31. 30. 28. Jetzt ist er am Bahnsteig. 27. 26. 25. 23. 22. Man hört schon 21, das Horn. 19. 17. SIFA. 14. 10. 4. 0. Türen öffnen, Tarbau. Zugspitze. Genau. Jo, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir stehen jetzt in Montabaur. Und genau, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video einfach dann auch wieder ein. 0, 70, 58. Ja, okay, bei der Fahrweise würde ich auch aufsteigen, Leute. Passt schon, ist okay. Genau, schaltet es denn bei den nächsten Videos wieder ein. Ich hoffe, ich bin jetzt schneller im Wiederhochladen und es dauert nicht wieder 3 Monate oder was. Aber es war einfach viel los wegen der Uni und so. Genau. Ja, dann würde ich sagen, bis demnächst. Türen geschlossen. Euch einen schönen Tag. Und genau, lasst gerne ein Abo da, teilt das Video, Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und ja, bis dann. AFB aktiviert. AFB. 7. 13. 20. 27. 46. 53. 60.